Jana, ein kleiner Traum geht natürlich in Erfüllung, glaube ich, auch für dich in deiner noch jungen, aber hoch erfolgreichen Karriere für den Turnierstall Holz. Ja, genau, das stimmt. Heute, das war wieder super. Mein Pferd hat super mitgekämpft und ich bin wirklich stolz auf ihn und freue mich total, dass wir hier dieses Finale gewinnen können. Gratulation, Jana Vargas. Der Ehrenpreis für Jana Vargas aus der Hand des Chefs der Mephisto Amadeus Horse Endorser, Josef Göllner. Auf dem zweiten Startplatz steht Cornetz Prinz, geritten von Guido Glatte Junior, Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Den dritten Rang erreicht Akkurat, geritten von Jens Christ, Deutschland. Platz 4 geht an Lord Sky, geritten von Maximilian Schmidt, Deutschland. Der fünfte Platz für Cappuccino und Maximilian Lill, Deutschland. Und Platz 6 geht an AFPS Chantal und Philipp Makowai, Deutschland. Von Thomas Sabo gibt es für die Reiterinnen und Reiter auf dem ersten bis fünften Platz Sterling Silber. Und die Siegerdecke für Cornetz Dream. Meine Damen und Herren, das Finale haben wir erlebt. Daraus ergibt sich nun die Gesamtwertung über 19 Etappen des European Youngster Cups 2014. Und nach der Punktewertung haben wir einen Gesamtsieger dieser Saison. Er steht inmitten der Platzierten und er heißt Maximilian Schmidt, Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat hier bei uns mit den Kinderschuhen begonnen, als wir zum ersten Mal das Turnier gemacht haben, jetzt in der 9. Auflage der große Sieg im Gesamtsieg European Youngster Cup. Ja, also ich muss sagen, hier Salzburg ist echt immer ein Highlight für mich. Das ist wirklich das schönste Hallenturnier und bin super stolz auf mein Pferd auch und bin auch immer happy, dass ich hier reiten darf. Und ja, zweimal Highfly gewonnen, jetzt iCup Gesamtwertung, also es läuft hier auch echt immer super. Und bin richtig happy und stolz auf mein Pferd. Herzlichen Dank und dir dein Ehrenpreis. Der Ehrenpreis für den Saisonsieger, ein Sattel der Firma Iconic, überreicht nun von Herrn Sebastian Bolse. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und schon traditionell gibt es beim European Youngster Cup Weltfinale auch einen Fairnesspreis. Und zwar jener wird an Reiter mit außerordentlichen Leistungen und außerordentlichen Können verliehen hier. Sie ist die Repräsentantin der U25 Reiter aus den Vereinigten Staaten. Am Ende war sie 11 platziert bei ihrer ersten Weltfinalteilnahme. Jennifer. You was the first time you take part here at the world final. At the end, it was the 11th place, but you are the representative of the under 25 riders of the United States. How do you see your results in this final, and how do you enjoy the show? I enjoyed this show so much. I've heard wonderful things about it, so it was amazing to come here, and I'm happy with my result. I made a couple mistakes, but my horse is amazing all week, and so I hope I can come back. You can come back up here, and here it's your Fairness Award to Jennifer Gates, United States of America. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an den unverzichtbaren Initiator des European Youngster Cups und seine Freunde in der Sponsorengruppe. Wir gratulieren der Siegerin des Weltfinales, Jana Vargas. Wir gratulieren dem Gesamtsieger, Maximilian Schmidt, und allen Platzierten. Wir wünschen Ihnen allen eine hocherfolgreiche Saison 2015. Und nun bitten wir zur großen Ehrenrunde. Please take your lap of honor.
Siegerin Jana Vargas und Cornet Stream. Gefolgt von Guido Klatte Junior mit Cornet Sprints, Jens Christ mit Akkurat. Der Seriengesamtsieger 2014, Maximilian Schmidt mit Lord Sky. Maximilian Lill mit Cappuccino und Philipp Makowai mit AFBS Chantal. Und die Fairplay-Siegerin Jennifer Gates. Und noch einmal die Siegerin des Weltfinales, Jana Vargas und Cornet Stream.